Hey ho, meine Freunde, hier ist euer M3D und wir beklauen jetzt diesen Typen. Geil! Schlüssel, komm, Schlüssel, 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 Schlüssel! Ein Schlüsselbund. Gut, den leihe ich mir kurz aus. Sehr gut. Ab ins Grab auf. Gnadenlos, Rainer, jetzt. Jetzt müssten wir eigentlich rein können, theoretisch, ne? Und der Typ ist hier links lang gelaufen, der müsste hier aber auch wieder irgendwo sein. Ich habe eine schlechte Vorahnung. Egal, wir gehen einfach mal zur Kapelle. Sehr schön, auf. Schließ auf das Scheißding. Da müssen wir jetzt einfach noch den Schlüssel zurücklegen und gut ist. Dies ist der Ort, an dem ich suchen soll. Ich kann es spüren. Der Schlüssel kann nicht weit weg sein. Gucken, ob wir raus können. Wir könnten raus. Okay, das ist also keine Dramatik in der Hinsicht. Rainer, jetzt komm, wir müssen das Scheißding finden. So. Ich kann keine Inschrift erkennen, nicht mal einen Namen. Vermutlich sind die Buchstaben verwittert. Ein steinernes Schloss. Merkwürdig. Vielleicht ist es nur ein Symbol in einer Steintafel. Ein steinernes Sch vielleicht. Okay. Ah, logisch. Doch nicht logisch. Schade. Gut, geht auch nicht. Alles klar. Aber irgendwas muss man damit bestimmt machen. Malite. Vielleicht ist es ein Name. Oder Latein. Die Schale ist leer. Ob man das ändern muss? Da ist nichts drin. Odiere? Komisch. Die Schale ist leer. Veine kommt mir nicht bekannt vor. Oh Mann, ey. Das wird ein hartes Rätsel hier. Ich glaube, wir müssen die Dinge einfach füllen, aber ich weiß halt nicht mit was. Einfach jetzt irgendwelche Gewichte reinsetzen, wird es wohl kaum bringen, würde ich sagen. Mit Wasser füllen vielleicht. Nein, okay. Ah, Oxidationsmittel, damit könnten wir vielleicht das Schloss hier einfach so wegätzen oder irgend so ein Scheiß. Kann man drüber nachdenken irgendwie. Da ist kein Schlüssel dran. Schade, schade, schade. Und was haben wir jetzt noch hier? Bisschen rumleuchtet. Oh, anbrennen, das könnte auch funktionieren. Macht aber nicht, schade, ey. Mist, Mist, mistiger Mist, Mist, Freunde. Das ist nicht gut. Hier ist jetzt auch nicht wirklich was zu holen. Das ist jetzt irgendwie bescheiden. Gut, dann gehen wir mal wieder raus. Dann hat uns das ja hier eigentlich nicht viel gebracht, ne, wenn man es mal so will. Ich hoffe, der spricht uns jetzt nicht auf den Schlüssel an oder sowas. Gut, hier kann man nichts machen. Wir könnten ja jetzt eigentlich im Haus überall hingehen, aber ich glaube, das lässt ja so nicht zu, ne? Also, beziehungsweise ich wüsste halt nicht, wo man sonst noch reingehen könnte. Ich habe ja hier keine Schlüssel mehr gesehen oder keine Schlösser. Manno. Wenn ich jetzt am Hahn drehe, ich brauche aber gerade. Okay. Schlecht. Sogar sehr, sehr schlecht. Können wir miteinander reden? Was wollen Sie? Sie haben wohl heute einen schlechten Tag? Wie meinen Sie das? Erst die Türklingel, jetzt der Rasenmäher. Naja, wenigstens habe ich etwas zu tun. Ich wollte ihn sowieso neu einstellen. Ich glaube, ich gehe jetzt. Oh je. Was würde ich ihm wohl sagen, wenn er mich... Gut, das klappt also nicht. Zum Haupttor kann ich nochmal gehen. Man kann hoffen, dass ich hier was finde. Sonst brauche ich nichts. Alter, ich hasse diese Rätsel, Mann. Die sind so schwer, so kompliziert. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich klicke nur überall hier doof rum und hoffe, dass es was wird. Tja. Was soll man denn da reinfüllen in die Schalen? Das ist halt das, was mich interessieren würde. Ich komme ja auch nicht mehr weg. Ich möchte sie nicht. Gut. Am besten, wir gehen noch mal ins Grab, auch wenn es in meinen Augen wenig Sinn macht, aber irgendwas müssen wir da machen.
Sonst wäre es total unlogisch, wenn man da einfach gar nichts machen würde. Tja. Warte mal, konnte man auf den Boden gucken bei dem Haus hier drinne? Weil da ist ja Oxidationsmittel auf den Boden gefallen. Oder ich habe vor den Denkfehler. Nein, Scherben, geht. Was ist das jetzt? Ich muss immer leise sein, weil ich nie weiß, ob er redet oder nicht. Scherbe. Tja. Mist. Das klappt wohl nicht so, wie er hoffte. Scherben könnte ich das eine Ding da reinmachen, aber ansonsten. Jetzt habe ich Scherben aufgehoben, Alter. Ich drehe durch. Was will man denn mit Scherben jetzt? Mann! Scheißspiel. Okay, zugegeben, ist eigentlich einer der besten Spiele an Rätseln, die ich kenne, aber trotzdem ist es jetzt hier richtig hart. Das ist der Rest von dem Oxidationsmittel, das ich irgendwo herbekommen muss. Hm, auf dem Etikett steht Oxidationsmittel EX52. Ah. Das ist der Rest, Mach's ab und mach's dir drauf. Alter. Die Tube ist halt... Ah. Scheiße, das funktioniert gar nicht. Abkratzen. Moment. Ich krieg's nicht ab. Doch, mit dem Feuerzeug kann man es lösen, eigentlich. Alles klar. Entweder wir machen es im Ofen. In die Teekanne. Die Glassplitter rein oder sowas. Das war eine sehr gute Idee, denn jetzt können wir hier die Glassplitter reinmachen. Zack. Nein, nicht, doch. Okay, das ist jetzt irgendwie nicht so wie gedacht, ne? Er ist etwas älter, aber noch dicht. Ja, ich bin aber der Mattdicht. Was jetzt? Warte mal. Ich werde keinen leeren Kessel auf den Ofen stellen. Kapiert, kapiert, kapiert. Wasser reinmachen. Alles klar, warum komme ich nicht gleich drauf? Also wir machen jetzt da Wasser rein, dann kochen wir das Wasser und danach haben wir doch diesen warmen Qualm und damit können wir das Etikett lösen, mit Sekundenkleber können wir es auf das Glas machen. Mann, Master. Kompliziert wie eh und je, ey. Und dumm wie eh und je. Kaum zu glauben, wie ich dieses Spiel schaffen kann, ey. Oder soll. Sehr geil. Los geht's. Machen wir es im Kamin oder machen wir es im Ofen? Ich würde sagen, wir machen es im Ofen. Wir müssen halt nur herausfinden, wie wir irgendwie da was zum Brennen reinmachen. So. Zack. Ah, da können wir die Karten verbrennen. Logisch. Das kann klappen. Ich kann den Ofen so nicht... Ja, schon klar. Hol da mal die Spielkarten raus, Kollege. Die brennen wir jetzt an. Definitiv. Das wird was. Ich sehe nichts von... Alter, nimm die Spielkarten. Ich sehe... Ich box den weg, ohne Witz. Warte mal. Ach ja. Was können wir denn sonst noch anfackeln? Ach, hier ist Brennholz, das habe ich ja gar nicht gesehen. Oder es geht erst jetzt, dass man es aufheben kann. Los, rein damit. Und das Etikett lösen, verdammt nochmal. So viel Zeit muss sein. Zuerst brauche ich... Oh Gott. Der Typ macht mich fertig, ey. Ah, hier. So, der Herr, haben wir es jetzt. Ich will es mal für dich hoffen, echt. Pingel, ey. Zuerst brauche ich Papier. Okay, zuerst willst du Papier drin haben. Habe ich verstanden.
Gut, und jetzt Holz. Gut, und jetzt anzünden. Ich habe ihn angezündet. Gut. Etikett lösen. Ja? Gleich kocht das Wasser. Ah, das kocht noch gar nicht. Gleich kocht das. Okay, wenn es kocht, dann sind wir bereit. Im Ofen brennt Feuer. Im Ofen brennt Feuer. Dann gehen wir mal kurz raus und wieder rein. Eventuell triggert das dann. Ich weiß es ja nicht. Jawohl. Komm. Alter, ich könnte heulen. Das Wasser im Kessel kocht schon. Gut, vielleicht muss das ja erkennen. Löst doch das scheiß Etikett, Junge. Was ist denn los? Ach, der das hasst Das ist der mich. Rest von dem... Der hasst mich sowas von, der Kerl. Okay, dann bin ich voll auf der falschen Fährte irgendwie. Oder irgendwas fehlt noch. Tja. Eigentlich könnte ich das Etikett schon direkt lösen, aber irgendwie... Das ist der... Die Schlüssel, die Louis in der Jacke hatte. Die Tube ist... Die Tinte hat das Wasser... Jetzt funktioniert... Williams... Der will das einfach nicht machen, ey. Ich dreh durch. Ich könnte heulen, ey. Ohne Witz. Ah, aber okay. Da muss ich auch irgendwie da drüber halten können. Aber wie? Mit dem Aschenbecher? Nein. Eine Pinzette, irgendwas. Davon brauche ich nicht. Ich sehe. Alter, Mann. Samuel, tu mir das doch nicht an. Erstmal ernsthaft. Was ist, wenn ich hier nochmal gucke? Vielleicht hatte hier irgendein Werkzeug rumfliegen, was ich gebrauchen könnte. Naja, sieht nicht so aus. Oh Mann, ey. Was eine Hölle auf Erden. Ohne Witz. Das ist einfach nur die reinste Scheißkatastrophe. Hier geht auch nichts. Naja, gut, meine Freunde, ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.